So, nach langer Zeit gibt es wieder ein Lebenszeichen von Julians Blog. Er postete vor kurzem dieses Foto hier über seinen Instagram-Account. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto ist neben Julians Blog auch Barish Beats zu sehen, der Beat-Producer, der zusammen mit Julian an seinem für 2018 angekündigten Album Analyse 2 sitzt. Das Foto ist mit dem Titel Workflow versehen, womit klar sein dürfte, dass die ganzen Spekulationen und Flutschbirn-Theorien rund um Julian und eine angebliche Krankheit vergessen sind. Was das Foto und die Überschrift deutlich machen, ist die Arbeit an seinem zweiten Album, was dann auch sicherlich ein Grund dafür sein könnte, warum das JBB im Moment noch immer nicht weitergeführt wird. In den Kommentaren unter diesem Foto hatten viele spekuliert, dass das Sido neben Julian auf dem Foto sei. Ist es aber nicht. Der gute Mann neben Julian ist wie gesagt Barish Beats, der dieses Foto ebenfalls auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat. Julian regt mit diesem Foto in alter Julians-Blog-Manier die Diskussion an, ob er es mit dem Rappen lieber sein lassen sollte und wieder zu seinen Analysen zurückkehren sollte. Allerdings hat sich die YouTube-Lage in den letzten Monaten echt verändert, gerade was die Monetarisierung von Videos angeht. Daher könnte Julians Blog durch den Verkauf seines zweiten Albums sich ein wenig von diesem Einkommenszweig entkoppeln und sich breiter aufstellen. Was erwartet ihr von Analyse 2 und gehört ihr auch zu den Leuten, die lieber Analysen von Julian sehen wollen? Oben rechts öffnet sich dazu eine Umfrage. Am Ende des Videos noch einmal herzlichen Dank an alle Konjunktivkrieger da draußen, die meine Punchline-Topliste zu Kollega und Farid Bang angeschaut haben. Sie steht bei fast 90.000 Klicks. Mittlerweile habe ich auch zum ganzen Album eine Punchline-Topliste veröffentlicht, die ich euch hier verlinke. Schreibt mir mal euren Wunsch-Rapper unten in die Kommentare, zu dem ihr gerne die nächste Punchline-Topliste sehen wollt. Danke euch fürs Zuschauen. Oben rechts könnte man noch diesen Kanal abonnieren. Wie gesagt, könnte. Konjunktiv.